Willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Sonntag und wie immer mache ich hier meinen Rundgang im Wohnmobil und auch im Wohnwagen. Ja, ich schaue nach dem Rechten und bastel ein bisschen und ich menge mal so ein bisschen rum, gell? Und ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Also ich habe Wasser abgelassen. Ja, ich habe hier beim Frischwasserbehälter, den habe ich aufgeregt, ist rausgelaufen. Ich habe die Therme, den Sicherheitsschalter aufgemacht, damit Wasser auslaufen kann, und die Wasserhähne auf Mittelstellung gemacht und nach oben gedrückt, damit Luft eingesaugt wird. Ich habe das Wasser jetzt noch nicht zurückgeblasen, das mache ich mal nächste Woche, und ich wollte jetzt mal gucken, wie weit es abgelaufen ist. Jetzt zeige ich euch mal. Und dazu müssen wir die Bank aufmachen. Ah, hier meine Zusatzsteckdose. So, wie man sieht, ist das Ding ganz leer. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wirklich nicht. Ich hätte eher mit gerechnet, dass da noch Wasser drin ist. Was mir jetzt fehlt, mal um die Ecke gucken, ob das geht mit der Kamera. Oh, wenn der Deckel jetzt zuklappt, dann ist es fort. Hier sieht man noch Tropfen, sieht man das? Ja, das drückt man aber so. Ich gehe jetzt mal mit der Hand rein. Ich bin jetzt ganz drin und da ist noch ein kleines bisschen durch. Das Silber-Ionen-Netz wollte ich haben. Legen wir mal hier vorne hin. Und hinten, hier hinten ist noch eine Pfütze. Das werde ich jetzt die Tage rausfeudeln. Ja, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ich möchte euch lieber mal was anderes zeigen, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir hier folgende Sachen bestellt. Das ist einmal so ein Schrankschalter. Ja, Aufputz, das zeige ich euch dann, was ich damit vorhab. Dann hier fürs Badezimmer etwas und für die Sicherheit so ein Lenkradschloss. Lenkrad, und das kommt dann hier in den Halter rein. Das montieren wir gleich mal. Zuerst fangen wir mal an mit dem Schalter, was ich damit vorhab. Das ist ein Schalter, das ist eine Zusatzbeigabe, die war da drin, das ist ein Abisolierer. Und zwar soll der hier an den Schrank. Das sieht hier so aus. Macht man das hier auf, guckt man da rein, sieht man nichts. Ja, also es ist richtig dunkel. Jetzt ist das Kameralicht angegangen. Da soll der hier hin. So habe ich das vor. Hier soll der hin. Dann schaltet ihr das Licht ein. Ja, das heißt, das Licht, was noch nicht vorhanden ist, ja, hier oben und auch hier an der Seite, ich mache da einfach einen Streifen runter oder nach hinten rein, das weiß ich noch nicht genau, kommt, ja, ich zeige euch das, dieses LED-Band hin. Ja, oh, das Kameralicht ist jetzt ziemlich bläulich, ich muss mal kurz ausmachen. Und zwar habe ich noch aus Altbeständen diese LED-Streifen, ich weiß noch gar nicht, wie viel da noch auf der Rolle drauf ist. Ja, hier, ist noch, hier sind, kann man so abwickeln hier. Na so, und da haben wir hier LED-Streifen. Da muss also Kabel dran gelötet werden. Ja, hier sind so Lötpunkte dran. Und dann wird das alles verdrahtet. Vielleicht reicht das ja noch. Ja, wenn nicht, muss man halt noch mal was Neues bestellen. Dann habe ich fürs Badezimmer bestellt solche kleinen, keine Ahnung, wie man das nennt, ganz kleine Aufbewahrungsboxen. Ja, die sind so. Hier sind Sternchen drin. Müssen wir mal gucken, was wir in den anderen haben. Dazu kommen wir gleich. Dann haben wir hier ein schweres. Ahnung, wie es aufgeht. So kleine Boxen. Dann haben wir hier einmal so Muster, so gestreiftes Muster. Auch ganz schön. Drei Stück. Wir sind ja zu dritt. Geil, das geht gar nicht auf. So. Und noch so eine Box. Auch nochmal gestreift.
Sieht eigentlich ganz, ganz schick aus. Ich polster die mal mit Papier aus, damit die aufbleiben. Dann haben wir hier, deswegen habe ich die auch bestellt, Klebehaken. Die packe ich mal eben aus. So, ich habe es ausgepackt. Es ist schade, es ist alles, guck mal hier, was für ein Müll hier überall rumliegt. Es ist alles so heftig eingepackt. Wir haben hier Klebehaken, ja, da ist eine Folie drauf, die zieht man ab, dann backt man das an die Wand. Und dann haben wir hier so kleine Häkchen und da können wir dann so ein Utility-Säckchen reinhängen. Das machen wir mal eben. So oder so ähnlich habe ich mir gedacht, dass hier dann so ein Sack hinkommt. Also das wird hingeklebt. Ja? Und dann kann man hier diese Säckchen hier dahin hängen. Gell? Ja, so habe ich mir das gedacht. Oder dann, oder hier. Gell? Das sieht dann so aus, bloß anderer Klebehaken. Vielleicht mache ich das auch hier dran. Mal sehen. Auf diese Seite. Ja, ich finde das ganz lustig. Kann man halt die täglichen Sachen rein, Deo-Roller und sowas reinmachen. Was ja auch hier drin ist, aber ja, wie man sieht, ist ja auch voll hier. Gell? Und hier ein bisschen Deko ist ja auch nicht schlecht, wie ich finde. Wie schon erwähnt, werde ich die erstmal ausstopfen, damit die erstmal eine richtige Form haben. Ja, und dann klebe ich die dran und bin mal gespannt, wie das aussieht. Animal Story steht da drauf. Ja, ich lasse euch einen Link unter der Videobeschreibung. Nächste Woche ist Black Friday, vielleicht kriegt ihr die ja günstiger als ich, gell? Ja, könnt ihr ja mal gucken, wenn ihr möchtet. Da bin ich hier drauf mal gespannt. Ich habe das noch nicht ausgepackt. Mache ich eigentlich nie. Ich möchte euch das so zeigen. Seht ihr, ich weiß noch nicht mal, wie es aufgeht. Dieses Lenkradschloss möchte ich euch so zeigen. Oh, muss ich vorsichtig sein. Dass ich hier was verkratze. Also so sieht das hier aus. Ist ein ganz schöner Trümmer. Es erschwert halt den Diebstahl, gell? Das ist ja der Sinn der Sache. Es verhindert ihn nicht, aber es erschwert. Ja, also es dauert länger für den Dieb und vielleicht lässt er danach. Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Bevor ich irgendwelchen Mist erzähle und ich wieder Shitstorm kriege, ja, lese ich die mal eben durch. Bis gleich. Habe ich mir extra eine Lesebrille angezogen. Ich brauche das. Es steht hier gar nichts drin. Die Handhabung. Ja, es stehen verschiedene Sprachen. Es steht halt drin, dass die Räume gut belüftet sein sollen. Dass man die Bindungsanleitung und das Schloss nicht essen soll. Man soll sich keinen Schlüssel ins Auge stecken, weil es wehtun kann. Und sowas steht da halt nur drin. Gell? Ja. Zwei Bilder sagen eigentlich alles aus. Ich gucke mal hier. Ich schwenke mal runter. Um den Lenker. Ja, da wo es da um den Lenker das Schloss. Da eine Schlaufe. Und da dann da dran machen. Gell? Ja, hier. Das machen wir jetzt mal. Wahnsinn. Steht nichts drin soweit. Ja. Nur Sicherheitshinweise. Hier, das machen wir mal. Und wie gesagt, es verhindert den Diebstahl nicht, aber es erschwert den schon mal. Ja, das ist ja auch schon mal viel wert. Und das machen wir jetzt. Das ist jetzt die beste Kameraführung ever. Ja, also den Platz habe ich hier auch noch nie gehabt. Geht aber nicht anders. Ich habe es probiert. Ich möchte euch das ja zeigen. Ja. So sieht das Schloss aus. Und der Schlüssel ist halt dafür da, zum Entriegeln, nehme ich mal an. Wir probieren es mal aus jetzt. Also. Hier rein. So. Da kann man halt nicht mal lenken. Gell? Das ist in der Sache. So. Und dann. Hier rein. So. Es ist natürlich so, wenn man jetzt hier, was ist denn das? Ich weiß nicht, was da für ein Material ist, Kunststoff oder was. Wenn man da jetzt mit der Wasserpumpenzange dran biegt und an den Schalter reinkommt, dann ist natürlich offen. Gell? Aber jetzt kann man zum Beispiel nicht mehr lenken hier. Das geht ja nicht mehr. Und das ist ja Sinn der Sache von so einem Schloss hier.
Nehmen wir mal einen Schlüssel und schließen mal auf. Ach, man muss runterdrücken. Dann drückt dieser kleine Pin hier drauf und entriegelt das dann. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ist Kunststoff, gell? Also, es ist schwer nur, gell? Aber ich nehme mal an, so ein paar Minuten ist das auch geknackt. Gehe ich mal raus und dann schließe ich mal ab hier. So. Ich finde es gut. Wie gesagt, hier das Schloss, das erschwert nur den Diebstahl, gell? Und ja, gut, besser als nix. So sieht das jetzt aus hier, gell? So schlecht ist das gar nicht. Ja, dann werde ich das mal dran machen. Und mit den LEDs, die liegen da hinten, da drehe ich dann ein Video drüber, wie ich das verdrahte. Ja, ist ja eigentlich ganz einfach, da ja unten 12 Volt liegt. Gell? Ja, also mache ich das. Und wahrscheinlich werde ich die 12 Volt noch ein bisschen runterdrehen auf 11 oder auf 9 oder auf 10. Mal sehen. Ich werde es ausprobieren. Weil das ist immer so grell, wenn man dann irgendwie sticht das alles ins Auge. Gell? So ein bisschen runter dem halten die LEDs länger und falls Überspannung kommen sollten, werden die auch abgefangen und ja, ist halt besser. Gell? Aber ich zeige euch das dann. Gell? Hier, macht's gut, bis zum nächsten Video, euer Jan. Tschüss und hier, vielleicht einen Daumen hoch, ein Abo da lassen. Gell? Würde ich mich freuen für meine Arbeit. Gell? Danke, tschüss.